25. Dieser Airbus kommt direkt aus San Francisco. In 3 Stunden und 20 Minuten soll er bereits wieder starten. Das Ziel? Shanghai, China. Während die Passagiere vorne aussteigen, kommen hinten die Reinigungskräfte an Bord. Zugleich werden die 3 riesigen Frachträume geleert. Jetzt beginnt auch die Arbeit von Michael Bittner. Servus. Was mache ich? Als sogenannter Ramp Agent muss er die Fracht, das Auftanken und die Zahl der Passagiere kontrollieren. Und er sorgt dafür, dass das Gewicht im Frachtraum der Shanghai-Maschine korrekt verteilt wird. Wenn nicht alle Passagiere kommen bei trimsensiblen Flieger, passiert es häufig, dass man dann schnell mal aus der Balance fällt. Und dann ist natürlich Action gefragt. Das heißt, dass man dann Ballast laden muss oder im schlimmsten Fall Fracht offloaden muss. Oder es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Für den Flug München-Shanghai setzt die Lufthansa einen Airbus A340 ein. Direkt unter dem Passagierdeck befinden sich 3 riesige Laderäume. Michael Bittner kontrolliert die Verzurrung, damit sich bei Start und Landung nichts löst und die dünne Flugzeughaut beschädigt. Tief unter dem Münchner Rollfeld verlaufen die Pipelines für das Kerosin, den Flugzeugsprit. Martin Gallenberger schließt sein Pumpfahrzeug an, um das Kerosin aus den Bodenpipelines in die Tanks zu pumpen. 3000 Liter pro Minute fließen durch die Schläuche. Wie viel am Ende in den Tank kommt, berechnet der Kapitän des Flugzeuges. Jede Tonne Kerosin zu viel ist unnötiges Gewicht und erhöht den Gesamtverbrauch. Ich hatte 72 Tonnen. Ist noch nicht endgültig. Da kommt der Captain, der sagt mir, was er noch endgültig kriegt. Das Flight Operations Center, 90 Minuten vor dem Abflug. Peter Gandl, Julia Steffens und Philipp Horrix sind 3 von 10 Flugbegleitern, die heute nach Shanghai fliegen. Zeitgleich berechnen Flugkapitän Kurt Becker, erster Co-Pilot Carsten Wächter rechts und der zweite Co-Pilot Roberto Padrivecchi links die Route. Schauen wir mal. Also Golf Yankee. 30er Schedule, sind wir ein bisschen ahead. Das ist schon mal günstig. Ab einer Strecke von 7400 Kilometern ist bei der Lufthansa ein zweiter Co-Pilot vorgeschrieben, damit der verantwortliche Flugkapitän eine Ruhepause machen kann. Quer über Schwarze Meer, Lagier, Kugos. Die 3 Piloten gehen die vom Flugroutenmanager vorgeschlagene Strecke noch einmal Schritt für Schritt durch und vergleichen sie mit den Wetterprognosen. Die letzte Verantwortung für die Route liegt beim Kapitän. Weiter nach Masa. Wie weit seid ihr? Ja. Jetzt müssen wir zeitmäßig ein bisschen. Flugroute, Spritmenge, Wetter, die Stärke des Rückenwindes und wie viel Spritreserve das Flugzeug braucht. Alles wird exakt berechnet. Ja, go ahead. 83 Tonnen Block. 83 Tonnen Block, danke. 120 Tonnen Kerosin fasst der Tank des Airbus. Die Piloten haben sich entschieden, 83 Tonnen Sprit mitzunehmen. Das reicht für den Non-Stop-Flug plus 2 Stunden Reserve. So, servus. 83 Tonnen Block. Läuft. Wie lange brauchen wir noch ungefähr? Noch 15 Minuten tanken. Mit dem Airbus auf Langstreckenflug. 228 Passagiere fliegen heute nach Shanghai. 173 von ihnen in der Economy Class und die müssen satt werden. Die Bratstraße läuft daher auf Hochtouren. 1000 Steaks, Schnitzel oder wie hier Hühnchenfilets können in der Stunde verarbeitet werden. Ein Stockwerk darunter bereitet das Küchenpersonal die Frühstücktabletts vor. Für das gesamte Catering ist die LSG zuständig, ein Tochterunternehmen der Lufthansa. Zum Catering gehören auch alle anderen Dinge, die an Bord geliefert werden. Damit es keine Verwechslungen gibt, bekommt jeder Trolley einen Aufkleber mit dem Flugziel. PVG ist die Abkürzung für den Flughafen Shanghai. Die Geflügelrolle, die soll 20 Gramm haben. Jo. Ist die heute frisch gekommen vom Lieferanten? Ja. Ja. Immer wieder werden die Gäste der Business Class mit Spezialitäten überrascht. Bei diesem Flug wird nach Originalrezepten von Gourmetpapst Paul Bocuse gekocht. Jedes Gericht ist per Foto genau vorgeschrieben. Ja, da haben wir 4 Gramm zu viel. Also hier haben wir eine Spachtelballotine mit einer Balsamico-Öl umlegt und Garten-Zucchini-Salat in der Mitte.
etwas Thymian. Hier haben wir einen Zanderstrudel mit Cocktailsoße und Sellerie-Senfsalat. Dort ist eine Linsenterrine gefüllt mit Ziegenkäse und Frühlingszwiebeln umlegt. Dazu gibt es dann ein Schnittlauchöl mit einem ganz feinen Olivenöl, was extra dafür eingekauft wird. Karin Elbe-Heimann ist die sogenannte Purserette, die Chefin der heutigen Kabinencrew. Die Tanja wäre heute, glaube ich, in der Business Class recht gut aufgehoben. Wärst du bereit? Machen Business 4 Machst du Küche 4 Tanja ist die zweite Purserette. Wer am längsten dabei ist, darf sich die Jobs als Erster aussuchen. Romana, du bist die Nächste. Jetzt müsstet ihr euch überlegen, First Class. Einzel A. Das heißt, bist du mit unserem Star-Chef-Menü schon ein bisschen vertraut? Ja. Paul Bocuse kriegst du hin? Ja. Romana übernimmt den Service in der First Class. Also es kann sein, dass die Business nicht ganz voll wird. Und hinten sind wir im Moment noch überbucht mit 54, also bei dieser Konstellation. Eine Überbuchung ist doch in dieser Größenordnung einkalkuliert, denn viele Passagiere ändern in letzter Minute ihre Meinung. Nicht so bei diesem Flug. Rund 20 Gäste sind zu viel in der Economy. Jetzt können viel Flieger auf ein Upgrade hoffen. Upgrade bedeutet, dass die Fluggäste eine Klasse besser sitzen, als sie bezahlt haben. Dieser Mann hat Economy gebucht. Der Platz neben ihm ist schon belegt. In der Reihe davor habe ich noch einen Platz frei. Aber Moment, ich sehe gerade, Herr Pander sitzt in der Business Class. Sie haben ein Ticket in der Economy Class, ja. Das ist schon vorbereitet worden. Sie haben den Platz neben dem Herrn Pander. Super, super. Die Maschine ist scheinbar überbucht und jetzt habe ich wohl einen Sitz, der etwas höhere Kategorie als Economy ist. Jetzt, ich schau mal. 15a, keine Ahnung, was das ist. Lassen wir uns mal überraschen. Glück gehabt. Der Gast hat 1000 Euro für die Economy bezahlt und fliegt jetzt in der 4700 Euro teuren Business Class. Und sein Koffer jagt bereits in Richtung Flugzeug. 5 Scanner lesen die Kofferanhänger, auf denen Flugnummer und Zielort aufgedruckt sind. Mehr als 38 Kilometer Förderband transportieren die Gepäckstücke zu den einzelnen Verladerampen. Dort werden sie per Hand in die Koffercontainer gelegt. Noch 60 Minuten bis zum Start. Ramp-Agent Michael Bittner will bei der Weight-and-Balance-Managerin noch einmal die Gewichtsverteilung im Laderaum überprüfen. Ja. Gibt es da irgendwelche Spezialitäten? Es ist folgendermaßen, du hast vorne 1, 2, 3, 4, 5 Container Cargo. Das ist das Einzige, was Sie sozusagen nicht wissen, ist das Gewicht der Passagiere. Doch, das wissen wir auch. Das kann ich Ihnen auch noch sagen, wenn Sie es wollen. Ja. 228 Gäste wiegen zum Beispiel 18.468 Kilo. Ist das so ein Schätzwert? Nein, man rechnet pro Gast 87 Kilo. Also das ist aber dann Handgepäck und Gast, oder? Ja, pro Gast ein Handgepäck, sagt man. Und diese 228 Passagiere haben natürlich Durst. Insgesamt 78 Getränkewagen werden für den Flug nach Shanghai gepackt. Immer im selben System, denn nur so passt auch alles rein. Catering-Agent Alexander Weidner überprüft nochmal alle Trolleys. Wir haben bis zu 5 Tonnen, die täglich beladen werden auf einer 747. Bei einem 340er, 300, da sind es ungefähr 3,5 bis 4 Tonnen. Es sind mehr als 50.000 Teile, die für den Flug nach Shanghai eingepackt werden. Ja, und da haben wir so Asia, Rice-Cracker. Sie checken das alles aus dem Kopf? Ja, ich mache das seit 9 Jahren, jeden Tag. Und weiß eigentlich alles bis ins kleinste Detail. So von der First Class, Business Class und Economy. Dazu gehört auch der Kaviar in der ersten Klasse und, wie seit 1958 Tradition, die Rose für jeden First Class Passagier. 4 sind es diesmal auf dem Hin- und 8 auf dem Rückflug. Die LSG liefert alles an Bord. Essen, Zeitungen, Kugelschreiber, Windeln, Medikamente und sogar die Flugkarten für die Piloten. Das ist das Navigationskit. Das kommt dann ins Cockpit, wird beladen, das kriegt der Kapitän. Und da sind seine ganzen Navigationskarten zum Ausrechnen von der Flugstrecke drin. Kapitän Kurt Becker, 52, und seine beiden Co-Piloten treffen zum ersten Mal die Kabinencrew. Mein Name ist Kurt Becker.
Dass sich die wenigsten kennen, ist beabsichtigt. Denn wenn man sich zu sehr aufeinander verlässt, können sich Fehler einschleichen. So passt jeder besser auf. Das ist die Golf-Yankee-Position, wahrscheinlich, die ich habe jetzt nicht geguckt, 110, diese übliche Langstreckenposition. Und Emergency-Notverfahren habt ihr alles gemacht. Die Verfahren hinsichtlich Safety und Security, Stichwort Cockpit-Tür für unsere 340 sind bekannt. Ist ja ein knackiger Umlauf, viel Zeit haben wir nicht. Und Umlauf ist übrigens der Aufenthalt in Shanghai gemeint. Nur 48 Stunden sind sie vor Ort. Dann muss die Crew schon wieder zurück nach München. Kurz und schmerzlos. Habe ich was vergessen? Noch 50 Minuten bis zum Start. Am Gate fehlen nur noch wenige Passagiere. Die meisten warten schon auf das Einsteigen. Wir sind erstmal mit dem Auto nach Lyon gefahren, dann mit dem Flugzeug nach München. Und jetzt sind wir schon gut 2 Stunden hier. Und vor ihnen liegt noch ein 12-Stunden-Flug. Auch der glückliche Passagier mit dem Upgrade möchte schnell ins Flugzeug. Wir bräuchten 2 schnelle Business Class für die 726, bitte. Jeanette, holst du mal bitte Business Teller? Besonders die Upgrades bringen die Catering-Leute ins Schwitzen. Denn es sind zu wenige Business-Class-Menüs an Bord. Gekocht wird immer nach Passagierliste und nicht auf Vorrat. Obwohl die Küche der LSG direkt am Flughafen liegt, sind es noch 4 Kilometer bis zur Shanghai-Maschine. An der Laderampe wartet bereits der Bote mit einer Sondergenehmigung. Er darf das Rollfeld überqueren und direkt zum Flieger fahren. Noch 40 Minuten bis zum Start. Die 4 Economy, 4 Business Class und 2 First Class Flugbegleiter übernehmen die LH726 München-Shanghai. Vorne im Cockpit richten sich auch die Piloten auf ihren 12-Stunden-Flug ein. Erster Check, das Bordbuch. Darin sind alle Besonderheiten vermerkt, die das Flugzeug jemals hatte. Das Bordbuch ist wahrscheinlich noch bei der Technik, oder? Kannst du mal fragen? Denn überall an Bord reparieren Techniker letzte Kleinigkeiten. Von der kaputten Birne bis zum klemmenden Sitz. Ja, der Kollege, der verplombt das Doktorskit, ist beim letzten Flug ist das gebraucht worden. Und dann muss es wieder überprüft werden, ob alles vollständig ist. Und aus dem Grund wird es gewechselt. Und all das wird in das Bordbuch eingetragen. So, und zwar hätten wir da 5-mal die Schuppe. Und die Schuppenmus, ja? Ja, genau. Dann hast du 4-mal das Fencheltarte. Vanillecreme. Ja, genau. Das Fencheltarte ist hier, das machst du kurz warm. Ja. Die Koffercontainer werden in den mittleren Frachtraum eingeladen. Das gesamte Gepäck der Passagiere wird in 5 dieser Container verstaut. Noch 30 Minuten bis zum Start. Hallo, Herr Becker. Bittner ist mein Name. Ich bin der für Ihren Flug zuständige Rampagent. Tanken ist beendet, Catering ist fertig, Cleaning ist soweit, Frischwasser aufgefüllt. Sieht gut aus so. Sieht alles gut aus. Wenn wir nichts dagegen haben und technisch keine Einwände sind, würden wir gerne 40 Minuten vor Schedule mit dem Boarding beginnen, laut Referenzmodell. Okay, sprechen wir mit der Purserette nochmal ab. Bei uns spricht nichts dagegen. Okay, danke. Ich gehe nur einmal außenrum. Der Kapitän überprüft noch, ob außen am Flugzeug irgendwelche Schäden sichtbar oder hörbar sind. Aus dem Triebwerk dringt ein auffälliges Geräusch. Naja, wenn das so ein bisschen klappert, wenn nachher das Ding auf Touren ist, da werden Sie nichts mehr klappern hören, da hören Sie nur noch Power. Das ist in Ordnung, das ist normal. Die Reifen und Bremsbeläge sind in Ordnung. Öl tritt auch nicht aus. Kurt Becker ist zufrieden. Nicht zufrieden ist Peter Lenz mit dem Winzersekt, der in der Business Class ausgeschenkt werden soll. Ist das Zeug irgendwie ein bisschen zu kalt, oder? Ja, es war ganz nett im Sommer jetzt, aber das war so stark gekühlt, dass man es nicht rausbringt. Dass da oben so ein Eispfropfen ist und jetzt bringt man nichts raus. Auch nicht der Sinn der Sache. Ja, aber mit Geduld und warmen Worten geht's hoffentlich. So Jungs, draußen ist alles klar. Jawohl, danke. Die Piloten checken die Fußpedale. Aus dem Fax kommen die neuesten Wettermeldungen. BNO2 ist relativ sauber. Ich war gerade am Gate. Ja. Von 5 aus, die geht es beim Einsteigen so ab 4. Wie sieht es hier aus?
Alles läuft. Der Rampagent sagte unten 40 Minuten so weiter. Ich sage, ich spreche das mit euch ab. Gut. In drei Sprachen ruft Sandra Retzer die Gäste zum Einsteigen auf. In Deutsch, Englisch und eben in Chinesisch. Also ich habe Chinesisch studiert und wenn ich diesen Dienst habe, dass die Shanghai-Maschine dann um 20.45 Uhr geht, dann kriege ich jedes Mal den Dienst, weil wir das hinterlegt haben, wer welche Sprachen spricht und damit auch sich alle Passagiere dann zurechtfinden. Visumkontrolle. Die internationalen Vorschriften sind sehr streng. Wenn Lufthansa einen Passagier ohne Visum nach Shanghai flüge, würde das 3.000 Euro Strafe pro Person kosten plus Rücktransport. Diese Französin sucht ihre Bestätigung, dass ihr Visum in Shanghai ausgestellt wird. Andere Gäste kämpfen eher mit vollen Händen. Das Bodenpersonal ist einiges gewöhnt. Rebecca ist erst 14 und fliegt ganz alleine nach Shanghai. Du kennst dich aus oder bist du schon öfters geflogen? Ich bin schon öfter geflogen, 20 nach Shanghai, aber... Also wenn irgendwas ist, klingelt einfach hier bei uns. Ja. Wenn die Anschaltzeichen aus sind, kannst du jederzeit in die Küche kommen, dir irgendwas holen oder was fragen oder wie auch immer. Die Nachbestellungen für die Business Class sind auch noch rechtzeitig eingetroffen. In 15 Minuten soll gestartet werden. Die Zeit drängt. Von den 228 Passagieren fliegen 51 in der Business Class und 173 in der Economy. Dort stopfen die Passagiere wie gewöhnlich viel zu großes Handgepäck in die Ablagefächer. Aus der Economy dringt aufgeregtes Stimmengewirr, während in der ersten Klasse nur das leise Klirren eines Eiskübels zu hören ist. Die Flugbegleiter servieren gut temperierten Jahrgangschampagner und verteilen die obligatorischen Rosen. In der Business Class fehlt unterdessen das Babybett zum Einhängen. Ein Babybett zum Aufstellen am Sitz akzeptieren die Gäste nicht. Einhängen kann. Und dann gibt es auch feststehende, die man eben in die Sitzreihen noch reinstellen kann. Jetzt warten wir einfach mal, bis Boarding completed ist. Und dann, ich kann das auch erst feststellen, wenn ich die zweite Board... Genau, wenn alle da sind. Okay. Aber wir kriegen es so hin, dass es für sie machbar wird. Also ich war sicher nicht die 11 Stunden mit einem Kind. Nee, das, also das hat eine Freundin von mir gemacht, das mache ich sicher nicht. Dann müssen sie sich was anderes machen. Wir versuchen das hinzukriegen. Gäste in der Economy, wie dieser Student aus Dresden, müssen sich ihre Zeitschriften selbst holen. Sein Platz wurde aus Versehen doppelt vergeben. Karin hat jetzt oben angerufen, meinen Gast umgesetzt. Der durfte jetzt in die Business Class, der hat sich sehr gefreut. Und da sitzt der Glückliche auf dem 4.700 Euro Platz. Karin ist immer noch mit dem Babybett beschäftigt. Und dann können wir das nachvollziehen, wie das zustande kam. Es sind keine Babykotzmöglichkeiten mehr, ne? Weil dann, nee, da ist es auch schon. Da ist nichts mehr, es sind nur die drei hier. Aber da ist auch keiner mehr. Nee, also das ist ja Economy Class, da sitzen das sie. Das ist schon Economy, ja, da würden sie noch enger sitzen. Ja, Economy Class war auch völlig überbucht. Das weiß ich, Da wurden die Leute abgekleidet und genau die sitzen jetzt da vorne rechts an meinem Platz. Ne? Vermute ich doch, weil die waren auf Economy gebucht, haben auch das kleine Kind, ich kenne die persönlich. Ja. Natürlich kann man die jetzt schlecht wegnehmen, aber sorry, das finde ich auch nicht fair. Karin wird das Problem noch lösen. Die letzten Passagiere hasten zum Gate. Sie wirken sehr erschöpft, woher kommen Sie? Ja, gerade aus Hannover, weil die Umsteigezeit von Hannover nach Shanghai ist, das hatten wir 30 Minuten. Das war also sehr knapp. Der Koffer des Hannoveraners erreicht in letzter Minute die Maschine. Noch 5 Minuten bis zum Start. Alle Passagiere sind an Bord. Ramp Agent Michael Bittner holt die endgültige Passagier- und Kofferliste. Ich mach das eben unten fertig. Im Cockpit checken die drei Piloten noch einmal alle Vorschriften für den Notfall. Da war hinter uns eine 321, danach ready for push and engine start, facing south, now with steering is in bypass and brakes with ease. Tanja macht noch einmal die gegenüberliegende Tür auf. Da hängt die Sicherheitsleine drin. Das
Catering hat vorhin hier die Sicherheitsleine eingehängt, als sie raus sind. Muss man einhängen, damit niemand rausfällt natürlich. Und die war ein bisschen verdreht und wenn die da im Türrahmen hängt, dann quietscht es mit dem Steigflug und Sinkflug und naja, unangenehme Sache. 20.40 Uhr. Der Pusher hat den Airbus hochgehoben und schiebt das Flugzeug mit 400 PS rückwärts auf das Rollfeld. Denn Verkehrsflugzeuge haben keinen Rückwärtsgang. Noch ein paar Meter, dann koppelt sich der Pusher ab. Co-Pilot Roberto bestätigt das OK-Zeichen vom Pusher. Und Perseret Karin muss einen verärgerten Chinesen beruhigen, der zu weit weg von seinen Kindern sitzt. Sie müssen sich jetzt hinsetzen, sonst können wir nicht starten. Ist das in Ordnung für Sie, wenn wir Ihr Problem nach dem Start lösen? 20.45 Uhr. Die Lufthansa 726 nach Shanghai rollt zur Startbahn. Die Piloten besprechen, wie sie bei Startproblemen reagieren werden. Falls es kneift, müssen wir sofort umdrehen. Und dann nehmen wir aber dann die rechte Bahn, weil wir da ein ILS haben. Okay? Wir haben 355 Meter Luft bei trockener Bahn für einen eventuellen Starterbruch. Now dispatch penalties für einen Starterbruch. Mit dem Sidestick wird der Airbus gesteuert. Mit einem Startgewicht von 259 Tonnen hebt der Airbus A340 ab. 83 Tonnen davon sind Sprit, 11 Tonnen Fracht und 18 Tonnen. Verbindung von Piloten an zu den Steuerflächen geht über elektrische Signale und nicht mehr über Seilzüge. Da brauchen Sie auch keine großen Hebel mehr, wo Sie etwas, was blockiert, vielleicht freibrechen. Die Zeiten sind vorbei. Das haben Sie im Space Shuttle auch. Sieht fast genauso aus. Der Joystick für ein Videospiel sieht auch nicht anders aus. Ganz hinten bereitet sich die Economy Crew für die erste Getränkerunde vor. Es wackelt nur ein bisschen, aber mein Gott, ne? Pünktlich zum Cocktail-Service wackelt es wie immer. Können jetzt gar nicht loslegen, oder? Doch, also wenn es so bleibt, dann legen wir auf jeden Fall los. Wird halt nur mit dem Team ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir schon. Die Flugbegleiter wissen, viele der Passagiere haben Flugangst. Der erste Drink soll die Nerven beruhigen. Der Winzer-Sekt ist nicht rechtzeitig aufgetaut, zur Freude der Gäste in der Business Class. Denn jetzt wird Champagner aus der First ausgeschenkt. Nicht jeder bekommt hier das Glas zurecht, denn dieser Herr gehört gar nicht in die Business Class. Der Herr hat ein gelbes Polohemd. Der geht ungefähr um voll. Genau. Ich habe ihn jetzt eingeladen, wie gesagt, auf ein Glas Champagner und er weiß Bescheid, sozusagen. Jo, danke. Da ist ein Gast hier vorne bei uns in der Business Class. Er hat seinen Bekannten aus der Economy Class hier vorgeholt. Wir haben den Gast jetzt eingeladen auf ein Glas Champagner hier vorne in der Business Class und haben ihn gebeten, nach 10 Minuten, wenn er ausgetrunken hat, seinen Platz in der Economy Class wieder einzunehmen. Es ist immer ein bisschen unfair den anderen Business Class Gästen gegenüber, wenn sich das so mischt. Ist doch ein kleiner Unterschied im Tarif. Und ja, ich denke, dass das die eleganteste Lösung war im Moment. Auch die anderen Probleme hat Karin elegant gelöst. Drei Business Gäste hat sie umgesetzt, damit die besorgte Familie das vorbestellte Babybett zum Einhängen und nicht zum Hinstellen bekommt. Kann ich Ihnen auch noch Decken bringen, wenn Sie ihn dann irgendwie so locker noch zudecken wollen? In der First bereitet man sich auf die kulinarischen Höhepunkte vor. Romana, machst du Brot für mich? 8.100 Euro kostet der Flug München-Shanghai-München in der Luxusklasse. Herr Blecker, kann man mit den Vorspeisen beginnen, wenn Sie möchten? Ich habe einmal unseren Kaviar mit den traditionellen Beilagen. Dann habe ich einen Parmaschinken. Und das ist ein Lachs-Teriyaki mit marinierter Qualle. Der Gast entscheidet sich gegen die Qualle und nimmt den Kaviar. Was darf ich Ihnen dazu anbieten? Ich habe ein bisschen Wodka, wenn Sie möchten. Oder ein Glas Champagner vielleicht dazu. Bleiben Sie beim Rotwein? Flugbegleiter Hermann Astl war lange Zeit im Hotelfach, bevor er zur Lufthansa wechselte. Die Kollegen hier sind also alles andere als langweilig. Die haben wirklich oft sehr interessante Lebensläufe.
ob wir haben Theologen an Bord, eine Kollegin von mir ist Ärztin, wir haben einen Kunsthistoriker, der immer Führungen anbietet. Also mit dem unterwegs zu sein, ist eine wahre Freude. An Bord gibt es nur Heißluftöfen. Mikrowellen würden die Elektronik stören. Also das ist natürlich sehr kompliziert, ne? Wir geben das Essen in den Ofen rein, schalten den Ofen an und checken dann, ob das Essen heiß ist. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie ein kaltes Essen. Aber Hermann hat aufgepasst. Die 173 Passagiere der Economy bekommen warmes Essen. Dieser Franzose ist nicht zufrieden. Das ist kein französischer Camembert. Das ist ein deutsches Produkt. Echtes französisches Essen dagegen in der Business Class. Die Passagiere können aus drei verschiedenen Paul Bocuse-Sterne-Menüs wählen. Strudel vom Zander, eine Angus-Rinderlende oder für die chinesischen Gäste an Bord eine Ente. Upgrade oder Vollzahler. Jeder wird hier gleich behandelt. Ja, ich bin wenig geflogen bisher, also natürlich das ist erste Sahne, kann man so sagen. Was haben Sie vor in China? Also wir beide fliegen zu einem Kongress in China, in Shanghai. Mhm. Kommen von der TU Dresden und werden da eben teilnehmen und selbst einige Vorträge halten und Erfahrungen sammeln dort. Herr Große, möchten Sie denn so lange wie möglich schlafen oder möchten Sie zu einer bestimmten Zeit geweckt werden zum Frühstück? Es ist kein Problem, wir bauen sonst so alles auf, aber wenn Sie ein bisschen früher geweckt werden möchten, einfach so lange wie möglich. Hier hätte ich noch ein Sweatshirt, wenn Sie das zum Schlafen möchten. 8.100 Euro für einen Flug in der First. Lohnt sich das? Im Prinzip ja. Es spart Zeit, man kann gut schlafen. Das ist sehr wichtig, finde ich. Man kann morgens, wenn man ankommt, gleich wieder zum Job gehen. Darf ich? So, damit ich eine angenehme Nachtruhe. Ich stelle Ihnen hier noch ein Wasser rein, ja, damit Sie was für die Nacht haben. Ne? Drei Dinge machen die First Class so teuer. Im Gegensatz zur Business oder Economy Class ist der gebuchte Platz in der First immer garantiert. Die Passagiere können sich hier ganz ausstrecken. Und das verbraucht viel Platz im Flugzeug. Und außerdem ist eben der Service ein ganz besonderer. Damit in Deutschland die Firma den Flug in der First bezahlt, sollte man mindestens Vorstand sein. In der Economy ist deutlich weniger Platz. Dafür kostet der Flug auch nur ein Achtel, nämlich 1.000 Euro. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Wir haben gut gegessen. Jetzt habe ich zwei Weine getrunken. Dann bin ich immer happy. Im Übrigen, wenn ich etwas sagen kann, sie ist 85 Jahre alt. Meine Freundin. Was machen Sie in China? Ich besuche meinen Sohn. Der ist in Shanghai. Meine beste Freundin, die hat 10 Jahre in Deutschland gewohnt und die ist jetzt umgezogen und die besuche ich jetzt zum ersten Mal. Ich freue mich auch schon drauf. Am wenigsten Platz haben die Flugbegleiter. Ihr Abendessen balancieren sie auf den Knien. Mittlerweile ist es 0.30 Uhr. Noch gut 7 Stunden Flug liegen vor der Besatzung. Fast alle Passagiere schlafen jetzt. Jeweils zwei Kollegen übernehmen die Nachtwache. Zwei können sich derweil ausruhen. Doris und Tanja schließen die Tür zum sogenannten Crew Rest auf. Die Treppe führt in einen Container im Laderaum. Dort gibt es 6 Betten für die Flugbegleiter. 2 Stunden, 20 Minuten schlafen, dann tauschen sie mit den Kollegen, die wach geblieben sind. Anschnallen ist besonders wichtig, damit man nicht von Turbulenzen überrascht wird. Auch Kapitän Becker darf 2,5 Stunden schlafen. Jetzt übernimmt Co-Pilot Carsten Wächter die Verantwortung für den Flug. Guten Morgen, schallt es aus dem Funk. In Deutschland ist es gerade 1 Uhr nachts, doch die LH-726 fliegt der Sonne entgegen. Hier irgendwo über Kasachstan wird es gleich hell. Was wir jetzt machen ist, dass wir eine Meile rechts von der eigentlichen Luftstraße entlang fliegen. Das macht man aus Gründen der Kollisionsvermeidung.
Plötzlich kreuzt ein anderes Flugzeug die Flugroute. Wir können es hier noch sehen. Das ist ein Symbol für ein anderes Flugzeug. Also, ich meine, wir sehen jetzt hier ein anderes Flugzeug. Da haben wir hier an Bord eben ein Gerät. Und da kommunizieren die Flugzeuge mehr oder weniger untereinander. Allerdings hier im russischen Raum und generell dann auch China im fernen Osten, da haben die einen anderen Standard und deshalb bekommen wir dann solche Flugzeuge nicht angezeigt. Daher kontrollieren die beiden Piloten ständig das Radar. Der russische Fluglotse macht alle Angaben in Meter. Die beiden deutschen Piloten müssen zur Navigation erst in die international üblichen Fuß umrechnen. Draußen geht die Sonne auf. In Deutschland ist es erst 3 Uhr nachts. Doris beginnt ihre Nachtschicht mit dem Toilettencheck. Alle 15 Minuten überprüft sie die Sauberkeit und ob jemand für eine verbotene Zigarette die Rauchmelder zugeklebt hat. Ist das schon das erste Mal, wenn man versucht zu rauchen? Ja, leider. Ja? Ja, doch. Die Sucht ist größer als die Vernunft. Ja. Es ist doch eine Gefahr einfach. Ich meine, wenn hier Feuer ist, das Feuer ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann an Bord. Nicht zuletzt wegen der Brandgefahr sind alle Lufthansa-Flüge Nichtraucherflüge. Auf der langen Reise bekommen viele Raucher Entzugserscheinungen. Am besten ist es, wenn die Leute zu uns in die Küche kommen und uns fragen, wo man rauchen kann. Ist besser, als wenn sie schon heimlich auf der Toilette geraucht haben. Und natürlich gibt es nirgendwo eine Ecke, wo man rauchen kann. Und wir können den Gästen dann eben nur diesen Nikotinkaugummi anbieten. Manche nehmen ihn. Ich denke, dass er hilft. In 11 Kilometern Höhe fliegt der Jet mit den schlafenden Passagieren bereits über China. Und noch sind es 3 Stunden bis zur Landung in Shanghai. Der Franzose, der keinen deutschen Camembert schätzt, hatte sich auf dem Boden der Economy Class bequem gemacht. Die Anschnallzeichen leuchten auf. Flugbegleiter Peter Gandl muss ihn wachrütteln. Vor den Piloten liegt plötzlich eine riesige Gewitterfront. Airbus auf Langstreckenflug. Der chinesische Fluglotse will einen Kurswechsel von 30 Grad nach links. Also vielleicht müssen wir aber erheblich weiter nach. Da müssten wir jetzt 30 Grad nach links gehen. Und da hinten steht der nächste. Sagen Sie nochmal. Heading change only 5 degrees to the right. Left side completely full of thunderstorms. Pilot Kurt Becker will nur 5 Grad nach rechts ausweichen. 5 to 10 degrees to the right. Only 5 to 10 degrees to the right. Das ginge nicht, antwortet der Fluglotse. Die Maschine wäre dann in militärischem Sperrgebiet. Kurt Becker folgt dem Hinweis des Fluglotsen. Auf dem Radar überall rote Flecken, Gewitterkerne. Never fly in red holes. Da haben sie wirklich Hagelkörner. Ich weiß nicht, ob da Taubeneigröße reicht oder Tennisballgröße. Durch den verordneten Kurswechsel sind sie noch tiefer in das Gewittergebiet hineingeflogen. Jetzt müssen die Piloten die Wolken im Zickzackkurs umfliegen. Bitte der Pörse Redner mal, dass wir im Moment, da ist es schon alle. Nee. Die Economy Crew will wissen, ob es vertretbar ist, dass sie den Service zu Ende führen, weil denen fehlen noch etliche Reihen, die noch gar kein Frühstück hatten, geschweige denn abräumen. Ja, wir müssen jetzt erstmal ohne Service weiterfliegen. Okay, das müssen wir dann weitermachen. So. Zu riskant. Ich mache dann auch eine Ansage, warum, und bitte da um Verständnis. Gut, dann ist es eine klare Ansage. Lieber kein Frühstück und heil als Frühstück und kaputt. Ein Gewitter jagt das andere. Die Passagiere müssen sich noch 40 Minuten bis zum Frühstück gedulden. Ja, ich habe allerdings nach der Ansage etwas mehr Aufregendes erwartet. Von daher gesehen war das eigentlich ganz ruhig und nichts Besonderes. Ich hab auf anderen Flügen sehr interessante Gewitter beobachtet, wo man links und rechts ständig Blitze zucken sah. Das war schon interessant. Nur wenige Passagiere sind so gelassen. Endlich kurz vor Peking kehrt Ruhe ein. In der First Class gibt es sogar frisches Rührei. Das einzige Gericht, das die Kabinencrew an Bord zubereiten kann. Tanja kümmert sich unterdessen um die hungrigen Babys an Bord.
Die offizielle Bezeichnung für die Kabinencrew ist Flugbegleiter. Ein Wort, das Tanja gar nicht gerne hört. Also ich sage nie, ich bin Flugbegleiter. Das ist ja völlig unromantisch. Aha. Er möchte schon Flugbegleiter sein. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weshalb es eingeführt ist. Weißt du das? Ich glaube, dass es einfach ein modernisierter Begriff ist oder dass das einfach veraltet ist, Stewardess. Das hat man früher gesagt. Was ist denn ihr lieber? Stewardess. Ja? Auf alle Fälle. Flugbegleiter hört sich so an nach Schaffner, keine Ahnung. So nach Arbeit. Stewardess hört sich an nach schön. Co-Pilot Roberto Padrevecchi schnallt sich zur Landung an. Draußen dichte Wolken. Den Flugplatz von Shanghai können sie erst 200 Meter über dem Boden erkennen. Ein reiner Instrumentenflug. Eine automatische Stimme sagt die Höhe in Fuß an. Jetzt übernimmt Co-Pilot Carsten Wächter die Steuerung von Hand, während Pilot Kurt Becker die Triebwerke drosselt. 40, 30, 20, recharge, 10. Perfekt gelandet. Die Landung muss man spüren. Ist sie zu weich, könnte das Flugzeug noch einmal Aufwind bekommen. Die Piloten diskutieren, wo sie eigentlich hin müssen. Das heißt hier zurück, oder? Der nächste geht dann links rein, das ist der Kilo. Auch das richtige Gate wird schließlich ohne Probleme gefunden. Anhalten wir eins, ja. Rollen kann er. So, Parking, roll engines. Off. Radar. Off. Parking brake. Off. Parking check is completed. Männer, danke für die Mitarbeit. Gerne. Geschafft. Nach 11 Stunden und 15 Minuten ist Shanghai erreicht. Dank Rückenwind 45 Minuten früher. Die Passagiere strömen zum Ausgang. Fast 14 Stunden Dienst liegen hinter den 14 Crewmitgliedern der Shanghai-Maschine. Nach der Passkontrolle wartet auf sie noch eine lange Busfahrt zum Hotel. In 48 Stunden werden sie wieder zurückfliegen. Shanghai, München. Flugnummer LH 727.